Hallo liebe Zuschauer und Fans auf FCK-TV. Wir sitzen hier bei uns in der schönen Clubloge im Fritz-Walter-Stadion und ich begrüße hier Markus Piosek. Markus, hallo erstmal. Hallo zusammen. Und wir haben uns hier versammelt. Ja, wir haben heute auch Publikum mal dabei, alles mal ein bisschen anders. Wir haben uns hier versammelt, weil ihr uns Fragen geschickt habt an Markus Piosek unter dem Stichwort FragMP8. Markus Piosek 8, MP8, wäre das mal sowas, so eine eigene Kollektion vielleicht? Das wäre schön, ne? Wenn ich irgendwann mal die Mittel habe, mir eine eigene Kollektion mit MP8 zu machen, hätte ich auf jeden Fall schon mal viel erreicht, aber davon bin ich noch weit weg. Das kommt dann nach CR7 mit MP8, die große Nummer. Ja, die Fans haben Fragen geschickt über Facebook, über Twitter, über unseren Account an dich. Und die werde ich dir jetzt mal stellen und dann mal gucken, was du den Fans darauf antworten kannst. Fangen wir doch einfach mal an. Die erste Frage kommt von Gary Grillmeister. Schon mal ein ziemlich cooler Name. Das auf alle Fälle. Gary Grillmeister, und Gary Grillmeister schreibt auf Facebook und er möchte wissen, was ist denn der größte Unterschied zwischen Preußen und Lautern? Der größte Unterschied, ich denke, hier ist alles ein bisschen größer, ne? Das muss man einfach mal sagen. Ja, Münster ist dritte Liga, Lautern ist zweite Liga, Lautern ist eigentlich ein Bundesliga-Verein und es ist alles viel, viel größer. Ja, du hast die Fans. Einfach Wahnsinn, das Stadion ist, das kann man nicht beschreiben. Deswegen, das ist schon der größte Unterschied, das muss man schon sagen. So, da gibt es Applaus vom reichhaltig vorhandenen Publikum. Ausverkauft heute hier. Heute ausverkauft im Studio. Die nächste Frage kommt von Gianluca Palermo. Also die Namen unserer Fans sind toll, die Fragen natürlich auch. Und der Gianluca Palermo auf Facebook möchte wissen, was war ausschlaggebend, dass du zum FCK wechselst? Der FCK. Sehr schön, dann kommen wir. Gibt es da noch vielleicht noch was Genaueres? Ja gut, der Verein natürlich. Du spielst zweite Bundesliga, du hast immer die Chance aufzusteigen. Der Verein spielt immer oben mit und ist eigentlich ein Bundesliga-Verein. Das muss man auch so sagen. Und das ist ja die Tradition, die Fans. Es gibt viele Punkte, aber ich denke, der FCK sagt in Deutschland vielen Leuten schon was und das ist der ausschlaggebende Punkt. Das klingt doch schon mal sehr gut. Die nächste Frage kommt wieder von Facebook und zwar von Andreas Wagner. Mal ein etwas normalerer Name. Und er möchte wissen, wie sehr hast du dich vor deinem Wechsel mit diesem Verein, seinen Fans, seiner Tradition und all dem, worauf die Fans hier stolz sind, auch ein bisschen persönlich vertraut gemacht? Liest man da sich ein bisschen ein? Ja, natürlich schaust du, ja. So allgemein schon, FCK kennt jeder. Und nach dem Interesse, was hier bekundet wurde, natürlich umso mehr. Dann machst du dich umso mehr schlau über den Verein und liest dir einige Sachen mal durch und willst dann natürlich auch unbedingt kommen, was bei mir sich ein bisschen länger gezogen hat. Die Geschichte kennt ja jeder und natürlich macht man sich da schlau. Dann habe ich jetzt eine tolle Frage, die kommt von Manu Tom. Manu Tom hat die Frage, Markus, jetzt mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich beantwortet. WM-Vorrundenspiel 2006, Odonkor flankt und Neuville markiert kurz vor Schluss das 1:0 für Deutschland gegen Polen. Wie hast du das damals gesehen? Mit einem lachenden und weinenden Auge oder wie war es für dich? Ja, schon mit einem lachenden und weinenden Auge. Ich bin natürlich in Deutschland geboren, das muss ich dazu sagen. Meine Familie kommt aus Polen, ich wurde polnisch erzogen. Immer von klein auf schon, deswegen habe ich mich dann auch entschieden, nachdem ich für die U20 von Deutschland gespielt habe, auch ein Spiel für Polen zu machen. Hab dann am Ende, das war eine Bauchentscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich würde lieber für Polen spielen als für Deutschland. Und deswegen muss man schon sagen, klar, ein weinendes und ein lachendes Auge natürlich. Das ist so ein bisschen zwiegespalten bei dem Spiel gewesen. Ich muss gestehen, ich war damals in Dortmund im Stadion und hatte zwei lachende Augen. Ich war in Westfalen, in Dortmund, und hatten wir das Spiel. Da waren wir ja gar nicht so weit entfernt voneinander. Die nächste Frage kommt jetzt mal über Twitter und die kommt von Saskia39. Allen FCK-Fans, die im Internet unterwegs sind, schon gut bekannt. Die Herzblut-Saskia. Genau, erstmal Grüße an Saskia. Und Saskia möchte wissen, hey Pio, wie ist das Gefühl, sich vor der Westkurve warm zu machen? Geil. Also ich hatte bis jetzt immer Gänsehaut, wenn ich hier eingelaufen bin. In den drei Spielen, die ich bis jetzt da war und hoffe, es werden noch einige mehr. Und ich denke, in einigen Spielen wird das Stadion auch noch voller sein, aber im Moment muss man schon sagen, also bis jetzt in jedem Spiel, in dem ich eingelaufen bin, muss ich sagen, echt Gänsehaut. Das klingt doch schon mal alles sehr gut. Da gibt es wieder Applaus aus dem Publikum. Wir bedanken uns beim Publikum hier im Studio. Hexenkessel. Im Hexenkessel, vor allem bei Markus Piosek. Hat es ein bisschen Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht. Können wir gerne öfter machen. Das hättest du nicht sagen sollen, das machen wir nämlich jetzt auch. Wenn alle Beteiligten natürlich Lust haben. Dann muss auch immer ausverkauft sein, ist immer wichtig für mich, die Stimmung drumherum. Aber sonst können wir das gerne öfter machen. Alles klar, wir freuen uns. Dankeschön und tschüss. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.